Folge 275 von Simotrans. Wir sind hier bei der Milch, die wir letztes Mal organisiert haben. Da lief alles gut. Jetzt müssen wir mal gucken, was ist denn das hier für ein Schiff, ein Containerschiff da drunter, ne? Oh, ich klicke tausendmal daneben wahrscheinlich. Das ist Lebensmittel, das ist unsere Milch und das hier sind, ach so, Stückgutfrachter ist das. Der hat dann da Eier drauf und sowas. Nee, doch. Aber der kann doch ordentlich laden, ne? Passiert nur nichts. Bringen die denn hier immer was? Das ist die Frage, ne? So, die Milch können wir ausmachen. Die ist geklärt. Da liegt schon die Milch. Ist aber schon wieder weg. Vieh ist unser noch Problem hier. Milch ist schon erledigt. Da kommen jetzt Passagiere. Der Flieger ging gerade oben drüber weg. Machen wir gerade schneller, bis so ein anderer LKW hier antanzt. 1708. Da unten kommt noch einer. 1310. Achso, die Südfrüchte werden ja direkt wahrscheinlich rübergeladen. Der hat abgeliefert. Ja, der bringt hier auch die Eier hin. Passt soweit. Jetzt müssten da wieder welche drauf gekommen sein. Genau, und da kommt noch einer. Der muss auch nochmal hier anliefern, ne? Oder? Ja, passt. So, und die Südfrüchte. Warte, Haltestelle einmal anzeigen. Zack. Die Südfrüchte kommen direkt rüber, glaube ich, ne? Glaube, der ist schon direkt angeschlossen, oder? Details. Jetzt haben Südfrüchte. Also Verbrauchermarktplatz, Haltestellen mit dieser verbunden Döbel Nordostwald, Döbeln. Ja, passt, ist direkt angeschlossen. Erledigt. Und das V machen wir wieder aus. Für die Anzeige vom Hafen. Gut. Das bedeutet hier, die Viehgeschichte läuft natürlich immer noch, ne? Ja, gucken wir gerade einmal rein nochmal. Döbeln Vieh oder wie ist das? Das ist jetzt die Frage. Oder MS Vieh? MS Vieh, da ist es. Ja, da sind reichlich drauf, die jetzt auch schon hin und her fahren, ne? Das ist ja auch mit Beladung. 70 Tiere drauf. Ja, das wird dann schwer sein, die da alle hin und her zu kriegen, ne? Das sind ja alles Viehtransporter dann auch, ne? Ja, 25. Und wie viel stehen hier noch an Vieh? 193 Vieh hier. Milch ist reichlich da, Paletten sind auch reichlich da, also gut. Dann ist das halt so, sag ich mal erstmal. Lass uns diesen Ort verlassen und wir schauen weiter. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte dahin und wollte dann hier auf Gewinn gucken, dass wir mal nochmal drüber nachdenken, welches Gefährt hier schlechte Zahlen schreibt. Aber so schlecht sind sie nicht mehr, oder wie sehe ich das? Aber hier, der muss ja mal überarbeitet werden, ne? Oder? Obwohl, das ist gerade voll mit Stahl. Wo ist denn der? Da. Aber der wartet auf 50% wahrscheinlich und kann nicht fahren, weil er die andere Hälfte nicht kriegt, oder? Ja, bringt also nichts, einen Zug zu fahren zu lassen, der Stahl hat und Kohle hat in einem. Weil ich glaube, das zweite ist Kohle, was er transportieren kann. Ne? Steht hier was von dem? Das ist das Stahlwerk. Ah ne, warte mal, da sind Rungenwagen und da können noch mehr Stahl drauf. Der wartet auf volle Beladung. Doch, das ist ja einer. Allerdings ist der ja eigentlich zu klein, ne? Wenn man das so bedenkt. Stahl wird produziert, er könnte also abnehmen, aber der Stahl müsste wohin? Schrottplatz kommt an. Achso, hier, Geräte, Maschinenbau und Verpackungshersteller. Der möchte Stahl haben und hat reichlich. Aber Verpackungshersteller braucht doch keinen Stahl, oder doch? Doch, der braucht auch Stahl, hat auch reichlich. Okay, dann ist das da jetzt auch nicht schlimm, dass der da steht. Allerdings ist es nicht schlimm, dass er nicht die passende Länge hat. Deswegen würde ich sagen, lass ihn mal einfach dahin fahren, abliefern und dann verlängern wir ihn. So wie es sich gehört dann, oder? Warum steht er da jetzt? Ach so, weil einer entgegenkommt. Ah, verfolgen wir den mal.
Und dann machen wir natürlich auch nicht laden, sonst haben wir nachher noch was drauf. Okay, und dann machen wir schneller. Und dann ab zum Depot. Dann machen wir Verfolgung auch aus. Hier der Turm, der ist ja cool, ne? Monument. Knapp daneben ist auch vorbei. So, jetzt brauchen wir Waggons. Triebwagen ist so, also die Lok ist wohl okay. Jetzt gucke ich noch nach Stahl hier gerade nochmal. Ach toll, warum ist der jetzt zurückgesprungen? So, da ist Stahl und da haben wir sogar noch welche. Hat das Depot erreicht, das ist gut. Da ist er. So, von dem hätten wir noch so viel. 88 Tonnen. Der kann 120. Ich glaube, der ist schneller. Der ist 90. Schnell kann die Lok. 120, auch Höchstgeschwindigkeit. Also passt das mit dem besser. Halblänge 15. Okay, dann wird er zu schwer. Fährt er nur noch 97 bei Haltlänge. Bei Haltlänge 15,89. Da können wir aber auch mit leben. Leer fährt er ja dann schneller. Geht nur einer mehr? Ja, geht nur einer mehr. Passt. Und lass ihn wieder starten und alles ist gut. So, dann ist der auch optimiert, der Zug. Steht hier noch ein kurzer? Ja, da steht noch ein kurzer dran. Dann sollten wir den auch nochmal optimieren. Sind da mehrere auf der Linie? Das ist immer die Frage. Nein, sind sie nicht. Das bedeutet, ich kann den definitiv jetzt gerade mal den Fahrplan zu Ende fahren lassen. Altenau Stahlwerk. Und wenn er da ist, dann kriegt er auch seinen Befehl, dementsprechend ins Depot zu fahren. Gut, machen wir auch schneller, ne? Wo fährt er jetzt hin? Nach dem Stahlwerk, okay. Und dann bitte einmal ins Depot. Okay, der ist jetzt da durch. Mal schneller, dass er kommt. Da ist er. Und Waggons. Und der Waggon dafür ist nicht der gleiche, ne? Oder? Es ist hier Stahl ausgewählt. Was transportiert er denn da gerade? Schüttgut. Also, Schrott vielleicht. Oh, da ist ein neuer. 85 Tonnen, 57 Tonnen. Bedeutet die alle weg? Und den da dran. 15er Haltlänge. Fährt jetzt wieder langsamer. Ich glaube, einer mehr geht nicht, ne? Genau so ist es. 15, 26 Wagen sind das dann. Und der ist der da. So, dann machen wir hier gerade noch verkaufen. Und dann bedeutet das, dass die anderen natürlich alle jetzt auch getauscht werden könnten, ne? Starten wir das Ganze. Und er verlässt das Depot mit seinen roten Wagen. Sieht cool aus eigentlich, oder? Und er hat den Befehl, hier voll zu laden, oder? Tut er aber nicht. Oh. Da ist schon der nächste Kamerad. So, den stellen wir jetzt aber auf Nichtladen. Der fährt zum Kohlekraftwerk, okay. Verfolgt den mal, dann müssen wir den noch einmal angucken. Hier ist ja wohl alles passend, ne? Wo fährt denn der jetzt lang? Okay, da müssen wir noch mal was korrigieren. Der hat wohl einen scheiß Fahrplan auf Deutsch gesagt, ne? Okay. Warum fährt der da zurück? Der fährt von da nach da, ja?
Und dann wieder zurück zum Betriebshof und zum Kohlekraftwerk. Dann hierhin, dann dahin. Warte mal, das sehe ich jetzt hier irgendwie nicht so gut. Nochmal das Ganze. Also wir starten hier beim Kohlekraftwerk, ne? Richtig. Dann fährt er hier rüber. Hadexen Südostwald. Da muss er schon mal auch nicht mehr lang, weil das war nur damals der Zwischenhalt, der hier war, ne? Dann fährt er zum Chemiewerk, was sowieso falsch ist, wenn ich das so sagen dürfte. Dann dahin. Dann hier wieder rüber, wo er gar nicht reinfahren muss mehr. Und da lang, wenn er nur Kohlemine Kernkraftwerk bedient. Kohlekraftwerk, nicht Kernkraftwerk. Okay, das bedeutet, er startet hier, das ist richtig. Er startet dann hier. Da braucht er nicht mehr. Linie ändern. Hardexen Südostwald können wir löschen. Dann fährt er hier hin. Das ist richtig. Das braucht er nicht mehr mitnehmen. Können wir das löschen? Warte, hier muss er noch durchfahren, aber okay. Stopp mal, er fährt von da nach da. Braucht er auch nicht anhalten. Kann auch der raus. Der kann auch raus. So, jetzt haben wir es geschafft, das Kohlekraftwerk zu löschen. Weg. Da muss er auch nicht mehr halten. Kann also auch weg. Ich glaube, er kann direkt zum Kohlekraftwerk fahren, oder? Zack. Und fährt dann wieder zurück. Und mehr muss er nicht mehr machen, ne? Und der fährt jetzt ins Depot, weil der muss ausgetauscht werden. Schüttgut haben wir da. So. Oh, da ist irgendwas. Nee, nicht. Das passt schon. Warte mal. Den können wir verkaufen, ne? Den können wir auch verkaufen. Lok sind dann, das ist schon das Beste, was wir haben, ne? Warte, darunter sind ja noch mehr. Mach mal so, ne? Dann sehen wir auch mehr. Och, da gibt's schon eine neue. Eine effektivere, aber 220 km/h müssen wir da nicht durch die Gegend fahren, oder? 200 km/h, 160, das ist doch unsere Lok wahrscheinlich, oder? Warte mal, dann können wir die doch auch verkaufen, ne? Alle weg. Ich glaube, die BA111, die nehmen wir jetzt für 150 km/h, oder? Die hat auch ordentlich Leistung, die kann auch so ein Stück gut ziehen, ne? Gut. Jetzt müssen wir da voranstellen. Ne, Anhänger müssen wir haben. Hab das Depot erreicht. Das war jetzt Kohlemine KKW. Den machen wir jetzt erstmal fertig hier. Haltlänge 15 brauchen wir nicht, Waggons 15. Ich glaube, so ist passend. 26 Waggons, ja, er fährt nur noch 105 km/h, aber die Leistung ist schon okay mit dem. Er kriegt jetzt hier noch, wie heißt das Ding? Kohlemine KKW. Wo sind jetzt die Kohlemine? Da steht nur Kohle. Achso, ohne G davor. Hat gut geklappt. Gut, wir können aber hier gerade einen Güterzug daraus machen, ne? Starten den, dann geht auch nichts verloren und dieser hier, der ist jetzt weg. So, passt. Der fährt jetzt, ne? Und den verfolgen wir jetzt auch noch. Kriege ich den noch? Ja. So einen schicken roten Zug haben wir jetzt hier. So, das kann zu. Steckt fest. Warum steckt denn der fest?
Der ist jetzt voll, oder was? Ja, tatsächlich. Gut. Das kann zu. Und der steckt fest. Jetzt müssen wir nur gucken, warum er feststeckt. Weil Gegenverkehr wahrscheinlich irgendwo auftaucht. So sieht's aus. Und das liegt daran, dass da zu lang ist. Ach, der ist auch zu lang. Na super, das hat ja mit der Ausweiche gut geklappt, oder? Gut, das bedeutet, wir bauen mal gerade ein paar Schienen hier länger. Der fährt jetzt neuerdings da lang. Kriegt dann ein neues Signal. Hier. Und da müsste es dann reichen, ne? Ja. Gut. Jetzt müssen wir nur überlegen. Packe ich den an oder wen packe ich an? Ich glaube, das war schon richtig, aber wenn ich den jetzt wegschicke, geht das? Zum Depot. Okay, der fährt jetzt nicht weiter. Okay, jetzt fährt er dooferweise hier lang, aber er fährt tatsächlich durch, oder? Kann das sein? Ja, er fährt durch. Dann haben wir das Problem hier gelöst. Müssen hier aber gerade gleich noch ein Gleis wegmachen, wenn der da weg ist. Ja, geht nicht, weil da jetzt einer steht, ist klar, ne? Jetzt kommt der andere, ich hoffe. Ah, der fährt dann leider auch da lang. Ja, so ist das halt. Der ist wahrscheinlich genauso lang und steht dann auch im Weg, ne? Ja. Das bedeutet, wir müssen ihm jetzt sagen, fahr auch zum Depot. Und fahr dann nicht mehr zum Depot. Der andere fährt auf jeden Fall. Und wenn die jetzt gleich weg sind, dann kriegen wir das hoffentlich geschafft, dass der da weg ist. So, jetzt mal hier. Das kann definitiv weg, das Signal, oder? Shit, das stand an der falschen Stelle. Naja, sieht ein bisschen anders aus, sollte aber gehen. Ah, jetzt ist das wieder. Oh, du glaubst es nicht. Ja. Dann fährst du nochmal zum Depot und fährst dann doch nicht zum Depot, ne? Weil jetzt fährst du hier durch, oder? Nee, macht er nicht. Fahren wir nochmal da zum Depot. Jetzt fährst du doch nicht zum Depot, ne? Ja. So, und ich hoffe, dass wir es jetzt hinkriegen, dass da jetzt gleich keiner ist. Damit wir da die Schienen jetzt wegmachen können. Hätte man. Ach Gott, da ist kein Strom jetzt. Das ist unser Problem. Fünfzig, 160 reicht. So. Alles in Butter jetzt hier wieder, oder? Sollte eigentlich funktionieren. Niemand steckt mehr fest, oder? Die Frage, wie lange die. Ach, die Ausweiche hier kannst du ja auch sparen, ne? Also, Gleis verlängern. Noch länger. Hier Signal. Strom brauchen wir auch noch. Passt. Gleis da gleich weg, wenn er weg ist. Ich glaube, da sitzt das Signal. Naja. Und das Signal sitzt da, weil dann, wenn wir schon ausbauen, wollen wir gerade schön aus, ne?
Und hier kommt noch das Stück weg. Jetzt sollte das hier auch kein Problem mehr sein. Und ich hoffe, dass es auch lang genug ist. Er hat hier ordentlich Geld gemacht jetzt, weil er die Kohle da am Bergwerk hinliefert. Kraftwerk hinliefert. Hier haben wir jetzt auch so eine kleine Ausweiche, die ist auch nicht rentabel. Rentabel schon, aber nicht effektiv, weil das gibt Theater. So, neues Signal gleich hier hin. Ich hoffe, das reicht so. Hier schnellstens das weg. Strom dran. Passt. Signal da noch weg. Und neues Signal hin. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch eins steht, aber sehen tue ich es nicht. Hier. Sieht erstmal gut aus, ne? Ist ja auch zweigleisig lang genug, das sollte funktionieren. Hier ist eine Ausweiche, die hoffentlich funktioniert. Hier haben wir auch eine Ausweiche, die auf jeden Fall funktioniert. Und hier sowieso. Haben wir ja umgebaut. Gut. Soll erstmal gut sein, würde ich sagen. Haben wir das verbessert? Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns nächstes Mal nochmal um den roten Zug, den wir neu gemacht haben, mit der RPR 111. Den müssen wir nochmal nachgucken, aber ich glaube, der ist sowieso fit fürs Kohlekraftwerk, ne? Der brachte ja schon richtig Geld ein, meine ich. Und hier ist auch 15er Länge. Sollte wohl gehen. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.